Ja, ich will diese Mail senden. Willst du es schriftlich haben? Hi, Tom. Hm? Brauchst du noch lange? Eigentlich nicht. Du müsstest schon längst in der Praxis sein. Oh, kannst du die Mail nicht heute Abend schreiben, bitte? Hm. Hast du wieder ein virtuelles Date mit deinem Felix? Nein. Dann kannst du auch warten. Aber es ist total wichtig, dass ich sofort an den Rechner kann. Ach, Alexa, das ist auch wichtig hier. So, Mail senden. Und fertig. Und tschüss. Ciao. Hey, da seid ihr ja schon wieder. Und sind Nina und Simon gut weggekommen? Die sind für euch. Dankeschön. Ganz schön weiter Weg bis nach Griechenland, ja? Und dann mit so einem alten Bulli. Sind ja ewig unterwegs. Ja, sie haben 3 Tage eingeplant. Ich fange schon mal an mit Aufräumen. Hast du die Bestellliste für mich? Leg ich dir gleich raus. Und du, hast du morgen Zeit, mit mir zum Großmarkt zu fahren? Wird gemacht, Chefin. Wie hat Nina reagiert, wenn du sie so genannt hast? Sie hat mir Schläge angedroht. Hi, Chefin. Danke. Na? Arbeitest du dich schon ein? Ja, klar. Hi. Hi. Kommst du mich abzuholen? Eigentlich schon, wenn deine Chefin dich gehen lässt. Wenn heute noch einer das Wort Chefin in den Mund nimmt, dann... Brauchst du mich noch? Daniel übernimmt doch die Abendschicht. Sind genügend Gläser da? Ja, mach dir keine Sorgen. So viel wie ich nach der Party gespült habe, reichen die für 3 Busladen. Und wo sind sie? In der Küche. Soll ich sie eben holen? Nein, ich mache Schluss. Hi. Hi, grüß dich. Also von uns scheint sich ja nicht viel zu ändern. Jule legt ja noch mehr Tempo vor als Nina. Sieht ganz so aus. Naja. Aber soll uns doch recht sein. Solange sie so viel Elan hat, schrumpfen wir uns bestimmt nicht. Komm, soll ich dir nicht doch helfen? Ne? Ich schaffe es schon. Das hat doch keinen Sinn, wenn du dich gleich am ersten Tag überarbeitest. Jule, ist alles okay? Mhm. Daniel hat recht. Komm. Du setz dich jetzt erstmal hin, ja? Hier ist nur ein bisschen schwindelig. Also ich... Ich will nicht wieder den Onkel Doktor raushängen lassen, aber wie wäre es, wenn du dich mal gründlich durchchecken lässt? Das ist echt nicht nötig, danke. Jule, für deine Arbeit in der Kneipe brauchst du eh ein Gesundheitszeugnis. Am besten, ich mache gleich einen Termin in meiner Praxis. Beim Kollegen von mir. Okay, aber vorher muss ich meinen Umzug noch organisieren. Das darf ich doch wohl, oder? Aber nur mit unserer Hilfe.